Elf Wochen. Ja. Wenn anfänglich ich lachen, dann ist es ja auch noch alles in die Nase. Das ist ja wichtig. Da macht doch Backen da mal Elf, dann sind die Backen so und wieder raus. Rudi! Rudi! Oh, danke, danke. Oh, Vorsicht, da kommt der. Da kam gerade so ein Riesenschwalle dazu. Wie geht es da? Das war jetzt Zappen. Es tut mir sehr leid. Das ist so einfach. Das können wir nicht. Mein Daumen war nicht da, aber ich kann das nicht. Mein Ziel hat aber auch. Ja, also, da muss ich auch nicht. Das ist, was das kommt immer wieder, der schreist nicht, aber auf keine Angst. Das ist kommt und da alles hier ist, das ist die Zeit, auf und die Ausgangsanlage ist auch. Ich habe da kriegen wir noch ein bisschen Zeit auf und fertig. Ich schiebe das ganz kurz rein, weil das mit einem Vortrag benutzt wird. Ich habe das Wort Apfelzink. Das kriegst du, du musstest es alles da tun haben. Es ist halt so, so wie so wie das einer nicht ganz auf ganz so schnell rausdrücken und das hätte ich mir dann geleistet. Jetzt hast du mal vom Bücherregal geschrieben, dann ist das so wie ich, dann musst du mir die Aschern aber das ist alles dasselbe Geist. Wenn ich jetzt nicht der Uwe, wenn ich jetzt auch. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du das Buch durch hast, für einen Moment, bis du wieder anfängst, das nächste Buch zu lesen. Jetzt ist die Frage, vergisst du dann wieder, dass du der Leser bist? Dann hast du es. Nimm es nicht auf, das erzähle ich dann. Das ist eigentlich nur ein Test. Ja, so, dann ist okay. Test. Aber, weil dann ist fast also besser, dass ich mein Mikrofon mitbringe. Dass ich mein Mikrofon mitbringe und ich mache ein Headphone. Wir haben das jetzt hier. Okay, aber dann oder so. Das ist eigentlich. Nebengeräusche. Und jetzt pass auf, jetzt schiebe ich ganz kurz rein. Die Fettings haben mich ja vor 10 Jahren, jetzt gesehen, oder 11 Jahren, glaube ich sogar, hat die Margot ihren 60er gehabt. 11 Jahre ist her. Ihren 60er gehabt und dann wollen sie unbedingt noch nicht auf Mauritius eingeladen mit der Margot. Dann waren wir auf Mauritius und da war er schon böse beieinander. Aber es ist nur so gegangen, aber so 500 Meter, wenn er gelaufen ist, ist er ziemlich an der Grenze gewesen, der Peter. Und da war dann die Frage auf Mauritius. Und das habe ich ihm noch gesagt, weil ich gesagt, Peter, jetzt blättern wir in dein Buch einmal zurück. Lass mich operieren am Knie, da war das Knie, lass mich operieren oder nicht operieren. Und dann habe ich bloß zu ihm gesagt, wieder die Frage, die ich mir stelle, ist nicht, ob du dich operieren lässt. Du wünschst dir wieder richtig laufen zu können. Wenn du dir schon was wünschst, war ein bisschen so bescheiden, wünschst du doch gleich fliegen zu können. Und dann haben wir ein gelächelt, aber das hat er noch nicht so verstanden. Du kannst ja Stufe nicht überstehen. Und die Odyssee war dann folgende, der hat sich danach ist er ins Krankenhaus, hat sich das Knie machen lassen. Dann ist eine Komplikation bei der Operation gewesen. Das heißt, die mussten nochmal aufschneiden. Dann mussten die Rehe, es hat sich fast ein Dreivierteljahr gezogen. Dann ist das andere Knie losgegangen. Das hat er dann auch machen lassen. Dann ist die Hüfte kaputt gewesen. Das hat er dann auch machen lassen. Und jetzt ist er jetzt ganz beieinander. Ist er ganz beieinander. Und da habe ich gesagt, schau, das, was ich in deinem Leben gelernt habe, den Fehler mache ich nicht mehr, zum Arzt zu gehen. Der Herr gibt. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir den Mudo, ich blätter in den Mudo-Buch zurück. Ich habe es ja mitgekriegt, die letzten anderthalb Jahre war ich extrem gehandicapt. Das heißt, die Phasen in Weißenburg 50, ich bin ja im Jahr 3-4.000 Kilometer gelaufen. Bloß immer hier. Darum kenne ich Wald, jeden Weg, jeden Steig, jedes Ding, jede Straße, irgendwie die stecken 2-3 Stunden. Ich bin zum Beispiel morgens um 7 Uhr aufgestanden, also um 6 Uhr aufgestanden. Dann bin ich um 7 Uhr Niederhofen, Kehl, Würzburg um die Würzburg rum, hintenrum oder hintenrum runter, das sind ungefähr 15 Kilometer und dann haben wir durchgestanden, hingesetzt und haben wieder geschrieben. So sind die Bahnen entstanden. Oder nach Kleinfeld oder das ist also hier so 25, wenn ich manchmal Kumpel hatte, wenn jetzt nach Augsburg gefahren ist, der Michael habe ich gesagt, jetzt nehme ich mich, dass ich nicht immer hin und zurück, ich muss ja immer aus Weißenburg raus, dass ich dann so nehme bis auf, was weiß ich, auf Schambach mit oder auf Solnhofen mit und dann schmeißt mich raus, da kann ich ablaufen, weil ein Weg ist einfach bei der Karin in Meinheim, da habe ich gesagt, hinlaufen kann ich und dann muss ich mich herfahren, weil das ist so, weiterhin ist man zu viel. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt das letzte anderthalb Jahre, ich mache jetzt einfach eine Geschichte, es war in der Vergangenheit, jetzt ist aber mir mit dem Knie losgegangen. Alter, ich habe wirklich 4 Monate ein Knie, so ein Knie, das ich nie mehr gesehen. Rechts schlimm, links nicht ganz so groß, ich konnte überhaupt nicht laufen. Das ist also, halt ich sage mal, Martin hat eine Winkelflasche gekauft, wenn ich gesessen bin, weil ich habe den Stehen, weil wenn sie auf der Arbeit war, ich wäre nicht einmal aus dem Stuhl rausgekommen. Über 3, dann habe ich es in der Hüfte dermaßen gekriegt. Dann war es ganz aus, ich muss dazu sagen, ich habe keine Schmerzen, wenn ich immer am Stuhl sitze und schreibe. Ja. Oder im Bett liege. Es ist nur der Akt des Aufstehens oder des Bewegens, war ich wirklich ein halbes Jahr komplett nicht, ich bin ja 3/4 Jahre nicht einmal vom Balkon gekommen.
Der Witz ist jetzt, ich laufe jetzt ohne Probleme wieder 10 Kilometer, es ist komplett weg. Nicht beim Arzt, keine Tabletten, es kommt von alleine und es geht von alleine. Und den Fehler, das, was ich im Bäderleben gelernt habe, das ist, und wie lang ist eine Sekunde? Ein Tag, ein Jahr. Die Wiederholung, Rudi, ist das Hauptproblem, ist, es ist nicht ein Verstandensein. Mhm, habe ich gemerkt. Es ist, du, pass auf, eine ganz einfache Regel, und das ist die einfachsten Sätze von Rudi Feeling, Rudi, die kann ich immer nur gebetsmannhaft wiederholen. Ich sage jetzt, ich erzähle es immer nur dem, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, der jetzt den Udo sprechen wird, ich kann nur diesen Geist wach machen. Und Zeit, sobald du irgendwas nicht willst oder irgendwas bekämpfst, denkst du an das, was du nicht willst und was du denkst. Und die Schwierigkeit ist schon die Sache, wenn du morgens wach bist. Was ist da? Wer winkt da? Mein Kindchen. Ich denke doch, da ist irgendwas vorbeikuscht. Es ist also so, dass schon die Frage, ich merke das ja, wie das dann wieder langsam losgegangen ist, beim Laufen, du schaust, tut's nur weh, tut's nur weh. Und das ist wie wenn ich sage, was zu verneinen, musst du an das denken, was du verneinst. Und schon tut mir die Hüfte noch weh, gut, wenn sie schon aufschreit, du drehst permanent die Kausalität. Es ist diese Angst, die dich da festhält. Es geht immer, du lässt keine Verwandlung zu. Also ich habe das mal in einem Beispiel so gemacht, dass ich gesagt habe, gut, ich habe hier einen Computer. Und jetzt in diesen Computer werde ich niemals ein X eintypen. Und schon ist X drin. Ne? Schon der Gedanke, schon zu verneinen, ja. Egal was es ist. Und es ist definitiv so, dass ich immer nur sagen kann, das ist ein Programm. Ich erkläre dir, was du zuerst nochmal, was du bist. Und dann ganz grob jetzt in dem Alltagsbetrieb, wie du funktionierst. Und wenn ich jetzt diese einfachen Metaphern, die keiner für voll nimmt, da ist natürlich auch der Komplex in Holophilien dabei, den ich ja immer bloß anspreche mit der Sprache. Die, wo es dann langsam mitgeht, ich habe das erzählt mit dem PC, 20, 25, ich habe das so oft erklärt, er sagt jetzt, wie geil ist das denn, was der anschaut. Weil jetzt muss er nicht mehr, wenn ich es anspreche, hat er das Prinzip verstanden. Du musst die Wörterbücher nicht wissen, aber das ist rot-blau lesen reicht in der Regel schon aus. Und du musst die Demut haben, lebe dein Leben, nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. Und selbst beim Rudi kann ich jetzt sagen, in seinem Leben, schmerztechnisch, Rudi, du musst dich nicht immer nach oben zu den Gesunden orientieren, wie du gesund definierst, sondern du musst dich nach unten definieren. Und dann sage ich dieser Satz, nehme dein Kreuz auf dich, wenn du wissen willst, was das heißt, dann gehst du in der Bibliothek und holst dir den Jesusfilm von Mel Gibson, der natürlich gnadenlos überzogen ist. Du weißt, das ist eigentlich einer der schlimmsten, das sind auch Sachen, aber ich sage immer wieder, das kann nur viel schlimmer sein. Und die Gleichgültigkeit, dass du wirklich fordert dein Wille geschehen, dieser einfache Satz. Oder ich spiele die Rolle, ich mache das und du wirst meinen, das ist die beste Medizin. Und jetzt ist es nur hier mit den meine Marlin sagt ganz definitiv, ich will jetzt nicht über die Ärzte bewusst. Das ist so ein perverses System, das ist so unendlich perverses, Leute, wenn ihr dahinter schaut. Eigentlich weiß das jeder, aber irgendwie rennt trotzdem jeder zum Arzt. Wenn ich zum Arzt gegangen wäre damals, und da kommt ja noch was dazu, was jetzt ein bisschen ekliger ist, was ich normalerweise bloß am Rand oder hinzeige, ich habe massiv, das war also auch in einer Zeit fast 1,5 Jahre, wenn ich aufs Klo gegangen bin, habe ich Blut geschissen, so kann der Frau gar keine Periode mit haben. Was für mich ekelhaft war, ist, weil ich muss mich dann noch duschen, weil mir das zwischen die Beine runtergelaufen ist. Und ich sage, wenn ich zum Arzt gegangen wäre, ich hätte zwar neue Knie wieder gelegt, ich hätte ein neues Süftling und ich hätte mir komplett den Darm ausgerollt. Hundertprozentig. Nichts. Ich bin so, man wird alt, ich habe mal Prostata, ich muss heute Nacht, bin ich glaube ich 8-mal raus, das habe ich aber auch erklärt, was das für einen symbolischen Sinn hat. Ist ja normal, wie die grauen Haare, wenn man älter wird beim Mann. Das ist, dass du nicht einschläfst, dass du in einem Zwischenzustand bleibst. Das ist ein Verwandlungsprozess. Und ich kann jetzt ohne Probleme 10 Kilometer laufen, wenn ich zurückkomme und setze mich hin, das ist so, als wenn ich nicht losgelaufen wäre. Aber ich habe immer, ich weiß nicht, wo ich sage, vor 14 Tagen hatte ich eine komische Bewegung in der Badewanne und dann habe ich mir die Hitze wieder reingefahren und dann war ich wieder. Hallo. Dann war ich wieder wegen gehandicapt 4-5 Tage. Konnte ich, bin hier rumgelaufen, wie alter Mann. Geh doch Faust! Servus! Aber es ist, du hast dein Leben und alles, was ist wie das Wetter. Und wenn du deinen körperlichen Zustand genauso nimmst wie das Wetter, dass du was die Kanzine ändern, das kommt von alleine und das geht von alleine. Ich hab's. Dann hast du feststellen, es funktioniert. Ja, ich hab's. Und umso mehr du, wenn du es einmal geschmeckt hast,
dann resonierst du nämlich nochmal. Weil alles, mit was du kaufst, ja, das denkst du. Mit die, ja. Ja. Und wenn du das dann aber willst, dass du eine dran denkst, das ist aus, ich habe etwas machen, wenn du jetzt daheim bist, juckt dich das ja relativ wenig, ob es richtig oder nicht geht, wenn du nichts vorhast. Wenn wir jetzt morgen grillen wollen und haben auch vorbereitet und es regnet, dann ist natürlich schon wieder scheiße. Aber ansonsten ist dir das gleichgültig. Aber wenn du jetzt sitzt und was wichtig ist, da muss man jetzt reinschauen mit Schmerzen. Inwieweit bin ich für die Schmerzen verantwortlich? Und da muss ich immer wieder sagen, jetzt bei meinen Sachen mit dem Knie, im Großen, wenn ich sitze und arbeite, ruhig sitze, habe ich keine Schmerzen. Es ist nur, wenn ich irgendwie mich wieder durch Raum und Zeit bewegen will, was eigentlich nicht funktioniert, weil ich ja bloß mit dem Kopf aufschaue. Die Frage ist, inwieweit hast du das schon wirklich installiert oder ist es bloß eine schöne philosophische Spielerei, was ich mit euch mache? Und ihr werdet irgendwann merken, dass die einfachsten Sätze, und da ist ein Voran, Zweifel in Bezug auf Phonofeeling. Die Frage, ob das stimmt oder nicht stimmt, wenn du zuhörst, stellt sich überhaupt nicht. Weil ich eigentlich nur, wenn du den Gedanken mitgehst, beschreibe, was sich in deinem Kopf abspielt. Und es ist so hartnäckig, der Zweifel ist so hartnäckig, dass du immer wieder dir was denkst durch einen Reizauslöser, Zeitung oder Geräusche aus dem Fernseher, aus dem Lautsprecher. Dann denkst du dir, baust du dir eine Außenwelt auf und jetzt schau wieder in dich rein, du sollst da nichts verändern, du sollst dir das bewusst machen, inwieweit ist in dir noch der Glaube, dass du mit dem, was du dir jetzt ausdenkst, überhaupt nichts zu tun hast und dass das auch da außen ist, wenn du nicht dran denkst. Es geht nicht darum, dass du dir das abgewählst, das geht dann. Alles, was du nicht willst, wiederhole ich sowieso. Sondern dass du dir diese Hartnäckigkeit bewusst wird. Der Zweite muss doch, damit ich beobachten kann. Wenn der nichts macht, was will ich dann auch gucken? Der Doppelschritt heißt, dass du einfach wirklich nur schaust und du hast halt die ständig wechselnde Bildung am Kopf. Ich muss der Zweite sogar herausfordern, dass er was tut. Du kannst, weil schon der nächste Gedanke, mein schönes Beispiel mit der 200 Gramm Kollegen, den Gedanken zerstört. Es gibt kein ziemlich wahrgenommenes Bild auf deiner Verhaltung. Ich kann in den Fernseher anschauen und das Mischpult gleichzeitig anschauen. Das formt sich um. Ich erkläre dir das, ob das stimmt, die Frage stellt sich nicht. Das heißt, du wirst immer mehr merken, dass die Menschen um dich herum totale Idioten sind, alle. Es sind Figuren in deinem Traum, die ein Dasein müssen, sind abhängig von dem, der sie ausdenkt. Schon der Satz, der Denker und das, was er sich denkt, ist untrennbar miteinander verbunden. Jetzt denk an den Mai, jetzt denk an den Trump, jetzt denk an die Syrien-Krise. Das sind übrigens nur Worte. Jetzt ist die Frage, ob du die Worte sofort vergeinigst oder ob du dich jetzt diese Ordner, das Wort oder Dateien, es sind nur Dateien, kannst jetzt Sachen aus den einzelnen Dateien rausholen und dann immer wieder beobachten, wo ist mir so wichtig. Es geht ja, dass du was veränderst, du musst der werden, dass sich der Standard, irgendeine Diskussion, irgendein Gespräch ist, du beobachtest in einer Gruppe. Ob das im Fernsehen ist oder ob das real ist, spielt keine Rolle. Und da sind verschiedene Standpunkte, Meinungen, Perspektiven. Und du sollst einfach dir bewusst machen, bei welcher Perspektive du Beifall klatscht und bei welcher dir die Haare zum Beispiel stehen. Dass du dich einmal einordnest. Und der Witz ist, der drüber steht, wenn du wirklich über der Tasse nicht besorgt stehst, wirst du, egal was einer behauptet, kannst du in diese Perspektive, in dieses Programm reinschauen und du musst dir eingestehen, wenn ich jetzt in meinem Computer dieses Programm laufen hätte, wäre das auch meine Perspektive. Es gibt kein richtiger mehr. Was ich in Lohrbach gesagt habe, was ganz wichtig ist, was ich euch jetzt erzähle. Entweder verstehst du es oder du verstehst es nicht, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Genau. Dass die ganzen Religionen, die ganzen Sekten, wo dann sagen, ja, das ist ja die Holophilien. Ob jetzt das 50% Holophilien ist oder 90 oder 99,9%, du musst irgendwann mal wissen, ich sage, es ist ein digitales Phänomen, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder hast du mich verstanden oder du hast mich nicht verstanden. Wenn du aufrechnen kannst, du ja ein Weltmeister. Und du kannst die ganzen Umbauungen von hinten bis vorne aufwendig aussorgen und du lebst das nicht. Und du lebst es nicht, wenn du dich an irgendwas wirklich als Geist treibst. Deine Figur, dein Programm, da braucht man vorreagieren, das läuft ja weiter. Aber der Witz ist, dass du dich abkoppelst, dass das, was das Programm bestimmt, dass du dich ärgerst. Das ist ein einfacher Satz in dem Moment, wo du erkennst, dass Alter an dem, was du, worüber du dich ärgerst, nichts verändert. Aber dass der reine Reizauslöser, über den du mit Alter reagierst, dass dieser Reizauslöser als Ding an sich von dir ja eigentlich nur eine ganz gefühlslose Erscheinung ist
Und erst eine Interpretation dieses Reizauflösers, was du dazu machst, deine Gefühle erzeugt, die du als träumender Geist bereits erleben kannst. Wenn ich merke, dass ich durch Ärger, Loder gerade, Auto, der Deutzer kratzt, rückwärts gefahren, Boiler, habe ich so oft gesagt, Scheiße. Verstehst du, es passiert Scheiße, das ist ein Gefühl, das spürst du. Das ist eine Reaktion auf dieses am Auto. Aber jetzt frage ich dich, hast du den Kratzer selber gespürt? Überhaupt nicht. Dieses Nicht-Einverstanden, jetzt geht er nicht, was das wieder Geld kostet, muss jetzt das sein, was jetzt den ganzen Frieden wieder los. Maschine. Wir sind nur noch am Lachen. Und erst wenn du dich darüber erhebst, wenn du dich darüber erhebst, und dann merkst du diesen Wahnsinn, und dann, dass du die Losigkeit erkennst, weißt du denn, wenn es an dem was ist. Also den Alter, die Maschine kann sich weiter ärgern, die Reaktionen, pass auf, ich koche. Ich mache jetzt mal Udo, den mache ich nicht besser. Und dann lasse ich mir drauf und ich habe irgendwie Ketchupflasche oder was stehe. Machen wir selber, Klatsch, Spritz. Dann, mein erstes Ding ist scheiße. Aber das Irre ist, dass wirklich seit Jahren, dass ich dabei innerlich lächle. Weil ich lasse, ich mische mich, ich lasse das Programm weiterlaufen, Das muss man kennen. Aber die Gefühle, wo das vorher ausgelöst hat, das habe ich noch nicht. Ich habe überhaupt keine Trauer. Ich kenne keine. Jetzt rede ich von Mensch zu Mensch, was eigentlich gar nicht funktioniert. Immer bloß der, der uns ausdenkt, kriegt das mit. Und dass ich wirklich, da bin ich so eiskalt, das sind alles, was man euch gesprochen hat, wenn einer stirbt. Und dann sehen die Mama am Grab diese Trauer, wo er einprogrammiert ist. Ich verweise auf die Offenbarung in Bali, das alte Bali-Beispiel, erzähle ich jetzt nicht. Ja. Dass da manche reinfallen. Und dann, wie muss der die geliebt haben oder das Kind, wenn du verloren hast? Ich sage, Leute, ihr habt nichts begriffen, ihr benutzt das Wort Liebe für etwas. Liebe erzeugt kein Leid. Und wenn du noch mehr liebst, hast du noch weniger Leid. Ihr sagt, der leidet so, weil er sein Kind oder seine Frau, die er verloren hat, so geliebt hat. Ich sage, Blödsinn, der leidet, weil ihm Gott was weggenommen hat, meins. Es ist kein Unterschied, ob du dir mühselig einen Besitz angespart hast mit viel Arbeit und mit viel Daten, hast du irgendwie irgendeinen Besitz oder irgendwas angespart und irgend so ein Gangster betrügt dich und raubt dir das Geld, dann leidest du, weil man dir was weggenommen hat. Trauer ist nichts anderes. Es hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Jetzt, wenn ich noch einen Schritt weitergehe, dass ich irgendwann einmal erkenne, was ich euch sage, immer wieder die Verwandlung vom Säugling zum Schulkind, schon innerhalb deines Lebens ist eine ständige Gestaltveränderung. Es wird kein Arzt auf die Idee kommen, einen Säugling so erhalten zu wollen, wie er ist. Aber irgendwann bläst dann spätestens nach der Schule, ist er so verbildet und programmiert, dass man versucht, den Zustand am Leben zu halten. Es ist unmöglich. Das ist alles so, dir wird der unendliche Schwachsinn, wo ich immer sage, es ist ja so, dass man so Mörder, aber das Verrückte ist, es läuft nichts verkehrt. Du wirst von mir niemals hören, dass irgendwas nicht wichtig wäre. Auch die Führerscheinprüfungsbogenfehler sind wichtig, obwohl es eindeutig Fehler sind, Einseitigkeiten sind. Und das Prinzip, deine Traumwelt ist nichts anderes. Und Schmerz ist Energie, Rudi. Weil wenn es dir gut geht, dann sagst du, wenn sich das tausendmal wiederholt, hast du kein Problem damit, aber du bleibst dann tausendmal auf dieser Ebene hängen. Unzufriedenheit setzt dich nicht nur geistig in Bewegung, sondern auch gefühlt. Mein Beispiel mit der Katze, mit dem Hund, egal, wenn die schnurren, wenn die satt sind, machen die nichts. Wenn sie einen Hunger haben, dann fangen sie an zu suchen. Und wenn dir dein Schmerz so auf den Keks geht, dann magst du, entweder rennst du zum Arzt, dann wird es nicht funktionieren, oder du suchst wirklich einmal danach. Mein in Albener Vortrag, mein altes Beispiel hier mit dem Leberfleck. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte. Ja. Das trifft es auf den Punkt. Schon die Frage, da kommen sie mir hinrum und ach du, was anders noch. Was das immer so toll, ein Holo-Feeling, ist ja so toll, dass du da bist und bla 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 und dann was anders, du, ich habe da einen dunklen Fleck auf dem Oberschenkel. Ja. Und ich frage dann nur, tut das schon weh? Und die sagt noch nicht. Das ist so unglaublich. Da merkst du schon, was da ist, der Stachel schon gesetzt. Und dann drehe ich das ja rum und sage, wenn man jetzt von klein auf erzählt hätte, nicht, dass das gefährlich ist, sondern dass das ein Zeichen für Auserwählte sind, die nicht mehr sterben müssen. In den Zimmerreich kommen, dann schaust du jeden noch scheiße, immer noch kein Fleck. Das ist wie man dich programmiert hat, jeden noch schaust du scheiße. Und das ist dasselbe, du musst wissen, wenn du als Geist immer, wo ich sage, Computer bist, die Bilder auch auf deiner VR-Brille-Reihe stehen und fallen mit dem Programm, wenn du an Menschen denkst, die Vorstellungen, die jetzt auftauchen bei dir als Mensch, was du dir reindenkst in den Menschen. Ich habe Handknochen, Schädelknochen, das spreche ich ja nur an. Was meinst du, hier in Gesprächen mit Medizinern,
früher, wo ich da noch mehr mich engagiert habe, jetzt ziehe ich mich immer mehr zurück, den habe ich, wenn ich die habe, die zerlege ich bis ins Detail ihr ganzes Medizinstudium. Das sind Kleinigkeiten, wo ich sage, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Regeln nehmen. Du kennst doch meine Geschichte, in Almena habe ich das mit dem Regelball erzählt. Diese Mythologie, ein Platz, ein Ritualplatz, die Menschen mit Fahnen und Wimpeln, eingegrenztes Gebiet, und dann kommen wir hier welche auf den Ritualplatz, die fangen hier ein eigenartiges Spiel, du kennst die Spielregeln nicht. Und das ist, wenn du das beschreibst, das habe ich in Almena Vortrag, habe ich das beschrieben, wie so ein mystisches Ritual, und habe ich eigentlich bloß von einem Fußballspiel erzählt. Das sind halt so hier, die rennen hinter dem Ball her, und dann sind interessant, sind 22 Mann. Jetzt hast du mal 22 Mann auf dem Platz. Es ist aber dann nochmal bei internationalen Spielen nochmal 5, das sind nämlich der Schiedsrichter und jeweils 2 Linienrichter auf den Seiten sind die 27 Zeigen. Und Fuß, der Fuß heißt ja Regel. Auf Hebräisch. Regel im Sinn die 2 Füße. Und Regel, jetzt haben wir, das spricht übrigens Regel aus, jetzt haben wir die Regel, jetzt gehen wir mal in deine Regeln, was du wie medizinisch deinen Fuß aufgebaut hast. Der hat 22 Muskeln und 33 Gelenke. Kannst du in jedem Medizinbuch nachlesen. 22 Muskeln und 33 Gelenke, gell? Gell ist die Welle, 33. Und da kann ich jetzt reingehen und was merken, das sind arithmetische Strukturen, weil das Bild baut auf einer Matrix auf. Und wenn ich jetzt wieder alles erzähle, dann habe ich morgen nichts zu erzählen. Oder heute, oder was du auch immer das vorhast. Zur Zeit mit meinen Buben am Stammtisch, habe ich in der Lodor gesagt, das werde ich nochmal erzählen, mach ein Spiel, wenn du da sitzt. Du sollst ja deinen momentanen Intellekt erforschen. Das ist ja nur dein Schwamminhalt. Konntest du dir ja nicht raussuchen. Wenn du sitzt, du schaust Wolken an und dann fragst dich einmal selber, wo kommen die jetzt eigentlich her? Und dann schaust, was der Zweite dir alles erzählt in dir. Okay, einfach auch mit Abregnen, das ganze Spiel, was du eigentlich noch nie gesehen hast. Du hast noch nie gesehen, dass eine Wolke durch irgendeinen aufsteigenden Dampf, den du sowieso nicht siehst, entsteht. Es sind logische Konstrukte, dass der Schatten, wenn einer rumläuft, hier ist ja so logisch, wenn ich einen Schatten habe, dass die Sonne das macht. Das ist alles logisch, aber nicht besonders geistreich. So, und jetzt machen wir Wisch und weg, und jetzt denkst du, du sitzt da und hast da super HD aufgelöste VR-Brille auf und du siehst wieder die Wolken an. Und jetzt fragst du dich, wo kommen wir denn jetzt hin? Und jetzt musst du schon einen vollkommen neuen Wissenskomplex, den der normale nicht hat. Wenn ich jetzt ein Computerprogrammierer bin, der 3D-Spiele programmiert, dann kann ich es mir, das könnte ich mir jetzt aneignen, das ist in mir drin, durch Neugier müsste ich dann schauen, wie sind eigentlich 3D-Spiele programmiert, dass ich auf einer VR-Brille mit HD-Auflösung wirklich fotorealistische Bilder, du meinst, du schaust das dann in den Augen raus, wenn du das einmal erlebt hast. Schon die Sony VR ist so beeindruckend. Die ist zwar von der Fotorealität, ist die noch weit weg, aber das Prinzip, dass du den Kopf drehst, wenn du das, hast du schon mal eine aufgehabt? Die Sony VR? Ich habe jetzt meine Margot war da, dann hat er Jan extra nochmal mit der Ariane diese Sony für sich von der Firma mitgebracht. Und das ist bei der Margot, die hat es jetzt so oft gehört, aber die hat noch nie eine aufgehabt. Die ist sowas für ausgeflippt. Die ist sowas, weil die ja eh begeistert, die ist sowas für ausgeflippt. Das ist, wo ich ein paar Sachen gesagt habe, da staunst du bloß ohne Ende, wenn du was die richtigen Stellen. Und der Jan jetzt als 40-Jähriger, da gibt es jetzt ein Spiel ab 18. Das ist ein Horror-Game. In 3D. Und er sagt, Udo, ohne Witz, das hat er mit seinem Kumpel gespielt. Wir haben aufgehört zu spielen, wir haben aufgehört und dann sind wir ins Internet und haben die Cheats geschaut, was im nächsten Raum auf uns zukommt, weil jetzt hat sich jeder geweigert, in den nächsten Raum einzugehen. Ja. Als Erwachsene. Ja. Die Schwierigkeit ist ganz einfach. Ich kann dir das jetzt einmal vorstellen, wenn du die VR-Brille da hast, ist das wirklich, es ist bei der VR nicht fotorealistisch, das vergisst du aber sofort. Das vergisst du sofort. Das ist gar nicht so, wenn du einen geilen Film anschaust, wenn der schwarz-weiß ist, fällt dir nicht einmal auf, dass keine Farben nicht da sind. Ja. Also das ist es nicht, aber um dir das klar zu machen, pass auf, du musst dir jetzt Folgendes vorstellen, wenn du die Brille auf hast und ich sitze da und ich unterhalte mich mit dir. Und ich schmeiß dir jetzt, wenn du nicht dran gewöhnt bist, ich schmeiß dir das Bierfläschchen. Ob du willst oder nicht, es kommt das Bierfläschchen auf dich zu und du hast dann so einen zwanghaften Mechanismus drin, dass du dich wegdrehst, weil das Ding bis hierher und ab dem Moment löst er sich auf. Aber das kriegst du gar nicht mit, weil du vorher, es ist erfordert eine übermenschliche Selbstdisziplin zu bleiben, wenn ich dir das entgegenschmeiß, dass du das fliegen lässt und nicht irgendwie wegzuckst, weil der zweite dieser Schutzmechanismus so intensiv ist, dass du wirklich ganz bewusst in Ruhe anschaust, wie der kommt und sich genau an der Stelle auflöst, wo er den Kopf trifft. Das heißt eigentlich, in dem Moment ist er puff wieder in dir drin.
Und das ist jetzt, dass die Zeichen immer klarer werden. Dass VR die Illusionen, wie es eine Illusion definiert, du weißt, wie oft ich das gesagt habe. Darum sage ich jetzt, wenn ich die Flasche anschaue, die Flasche, die ich jetzt in einer gewissen Entfernung vor mir, diese Realität, dieses Ding, das in einer gewissen Entfernung vor mir steht, das ist jetzt eine sinnliche Wahrnehmung und keine Realität, weil die Realität definiere ich ja, wenn ich zum Beispiel auf den Monitor schaue, ich sage, wenn ich Skype, habt ihr bestimmt ein paar Mal gehört, wenn ich mit dann Skype, dann sage ich mir wieder, der Udo, der jetzt in einer gewissen Entfernung, das Pixelmännchen, das ist eine Illusion. Weil ein statisches, ein unbewegtes Raster von Pixeln, das wären jetzt da die Farblämpchen, die Illusion, du siehst plötzlich in einem statischen Raster Gesichter und Dinge, die jetzt eigentlich in Wirklichkeit gar nicht da sind, materialistisch gedacht. Das heißt, der Udo auf dem Bildschirm ist eine Illusion, wenn du mit mir skypst. Der Monitor selber, der in einer gewissen Entfernung vor dir steht, ist ein real, eine real sinnlich wahrgenommene Erscheinung. Und immer dran denken, Realität, real heißt nur, ist ein sinnlich wahrgenommenes Ding. Das ist real. Schmerzen und Angst sind keine Realitäten, weil Schmerzen und Angst sind keine Dinge und keine Sachen, sondern Gefühlsbewegungen. Das heißt also, Schmerz ist nicht real, wenn ich das jetzt behaupte, behaupte es einmal irgendwo und dann sagt der spinnt doch. Ne, Rudi, Schmerz ist nicht real, weil Schmerz ist zwar ein Gefühl, das du Geist empfindest, aber es ist kein Ding. Real, real ist, heißt Ding, Sache. Realitäten sind Dinge und Sachen. Und dann ist es aber so, ich habe es im Selbstgespräch auch gesagt, wenn ich jetzt an ein Hühnerei denke, dann ist dieses gedachte Hühnerei genauso ein Ding, wie wenn ich das vor mir stehen sehe. Aber der Witz ist, wenn ich jetzt sage, der Computer selber, der vor mir steht, den kann ich ja anfassen, den kann ich hochheben, dann kriegt er Gewicht, das ist der Fiegenstallvortrag, da könnte ich jetzt oberflächlich betrachtet sagen, der ist aber jetzt ein reales Ding. Nein, das ist auch eine Illusion, weil wie sieht es aus, wenn du Farbbrille aufhast? Dann ist es auch ein Bild in einem statischen Raster. Aber das ignoriert jeder, dass das Auge, das wir uns jetzt symbolisch ausdenken, die Augen sind ja die Becken, B-Ecken, die Ballonecken, dass das Auge, das du dir ausdenkst, man hat uns erzählt, dass da Licht reinkommt und dann die Rezeptoren, die Stäbchen und Zäpfchen, ein Signal weitergeben an den Thalamus, an das Schlafzimmer. Aber wenn du jetzt ein Schlafzimmer, ich sage, du bist der träumender Geist, der Thalamus ist dein Computer und der steuert jetzt auf der Brille die Rot-Grün-Blau-Lämpchen in deinem Auge sind Rot-Grün-Blau-Zäpfchen an. Die werden nicht von außen von irgendwas zweites gebucht, macht dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel, da ist keine Sonne, die das beleuchtet. Wenn ich eine VR-Brille habe, dann sehe ich eine ganz normale, wunderschöne Landschaft, blaue Himmel, eine Sonne und sehe Bäume und Leute, die Schatten werfen. Aber sobald ich weiß, dass ich eine VR-Brille auf habe, kann ich nur mal behaupten, dass die Sonne, die ich da oben vollkommen real sehe, dass die Licht aussendet und Schatten wirft, weil das nur ein Arrangement von Bildchen ist. Das sind Illusionen. Das ist die Wirklichkeit einfach. Das sind jetzt zwei Möglichkeiten und ich sage, du wirst jetzt wieder entscheiden, was für dich wichtig ist. Bist du ein sterbliches Säugetier oder bist du ein Geist? Und da merkst du ja die Widersprüche, wenn man es oft genug hört, der zweite ist so mächtig. Und ich sage ja selbst, dass das in dir drin sein muss, du weißt, ich erzähle immer wieder dasselbe. Nicht, weil ich nichts Neues erzählen könnte. Sondern das, solange du das wiederholst, wenn ich in dir auftauche und du hörst es wieder, hast du es nicht wirklich verinnerlicht. Wenn ich es nicht mehr erzähle, dann hast du es, dann sind wir eine Stufe weiter. Dann erzähle ich was anderes. Und solange du noch so, hey, jetzt erzählt er schon wieder dieselbe Scheiße, wann erzählt er was Neues, das solltest du dich beobachten, wie du schon wieder wertest und richtest über etwas, was du eindeutig noch nicht verstanden hättest, weil wenn du es verstanden hättest, würde ich es dir nicht permanent erzählen. Ja. Ja, Leute, so schaut es aus. Ich mache übrigens genau das Gleiche. Das ist, was erzählt, auch nur so Dinge, die man wirklich verstanden hat. Wenn du, was du dann wirklich, dann wiederholst du das und dann setzt sich das in dir, deine letzten Gespräche, du machst dann deine Analysen. Das ist ein Akt, das hat nichts mit intellektuellem Wissen zu tun. Wissen. Wissen ist immer nur ein Wissen. Und alles Wissen, das in dir auftaucht, jegliche Art von Wissen an Vorstellungen, das in Verbindung steht mit irgendeinem raumzeitlichen Objekten. Wann war der Erste Weltkrieg? Wann war Cäsar gelebt oder die Dinosaurier? Oder wer hat dann den Nobelpreis gewonnen? Das ist angelesenes, vergängliches Wissen. Das ist nicht ewig. Es gibt eine ewige Weisheit. Und diese ewige Weisheit, die findest du in den Heiligen Schriften. Die ist natürlich jetzt eingepackt in Metaphern, wieder in Märchengeschichten. Aber um diese Figuren geht es nicht, sondern um die Weisheit dahinter.
Und die ist zeitlos. Und die musst du verstehen. Und jeder Moment, den du erlebst, wenn wir heute zum Beispiel, jetzt heute Nachmittag, bevor wir hergefahren sind, habe ich ein paar Brecher nochmal rausgehauen. Wenn du bei mir drin sitzt, wenn einer da ewig rumprüfen, ist es ja eh Zufall. Manchmal ist es so im Flow. Bei mir ist es, wenn du einer mit dort sitzt, wenn ich Updates oder was schreibe und du schaust, was ich eigentlich mache, dann wirst du feststellen, der sucht der Udo überhaupt nicht. Das ist sofort da. Klatsch. Früher habe ich im Laden, bei mir im Tonstudio, habe ich schon mal erklärt, wenn ich die ersten Ansätze für Holofeeling gemacht habe, dein Moment, solange du chronologisch denkst, raumzeitlich denkst, bist du ungefähr wie ein normales Dummert oder eine Kompaktkassette. Das heißt, wenn du dir jetzt LP von einer Kompaktkassette kaufst und du willst von 12 Liedern das 10D anhören, dann musst du da das Ganze über digital funktioniert. Das heißt, das ist immer jetzt. Zack doch. Zack doch. Und die Schwierigkeit ist dein Glaube. Beim Rudi habe ich immer wieder gesagt, Rudi, jeder Wunsch. Du kannst ja nur, du bist ein träumender Geist, mit der Metapher sage ich, der jetzt ausgedachte träumende Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Stimmt oder stimmt? Ja. Noch einen Schritt weiter, alles, was der sich ausdenkt, kann sich nicht raussuchen, dass der sich das so ausdenkt. Das ist dann noch weiter weg. Was mir jetzt wichtig ist, dass du irgendwann einmal begreifst, dass es aus dir kommt. Und das Digitalphänomen, dein Hauptproblem ist der Glaube. Jeder Wunsch, der in dir auftaucht, den du dir als träumender Geist nicht raussuchen kannst. Und wenn es bloß der Wunsch ist, ich will wieder gesund sein, in dem Satz sind mehrere Probleme gleichzeitig. Schau, wer kommt dann da? Schneckchen. Guten Abend. Sei du. Jeder Moment, der in dir auftaucht. Wunsch. Ist einseitig. Jeder Wunsch, den du dir nicht raussuchen kannst, auch zum Beispiel der Wunsch, habe ich gerade gesagt, ich will wieder gesund werden, mehrere Fehler in einem Satz, du hast mich jetzt rausgebracht, ich habe mich jetzt ganz durcheinander gebracht. Der erste Fehler, ich. An was denkst du bei dem Wort ich? Das bist nicht du. Ich will wieder gesund werden, ist praktisch der Wunsch in Bezug auf dieses Ich, der Wunsch, dass es gesund wird. Das wiederum setzt voraus, dass er glaubt, dass er jetzt krank ist. Deine Logik, der zweite erklärt dir, ich wünsche mir das ja bloß, weil ich jetzt krank bin. Ich sage, nein, du musst es umdrehen, du bist jetzt krank, weil du dir wünschst, gesund zu werden. Es erfüllt sich nicht unbedingt deine Wünsche, was sich hundertprozentig erfüllt, ist dein Glaube. Alles, was in dir am Wunsch auftaucht, ist ja angeblich der Glaube, dass du das noch nicht besitzt. Ich sage immer, bevor du dir das Ding ausgedacht hast, hast du doch besessen. Wie definierst du das besitzig? Machen wir da, denken wir uns da schon wieder einen Besitzer aus, der wo was besitzt. Aber wer besitzt jetzt dieses These-Antithese-Bärchen? Ist nicht der Besitzer auch dann, wird er nicht auch von jemandem, ist das nicht der Besitz, der Gedankenbesitz von dem, der sich den Denker ausdenkt? Das ist die Hierarchie. Und du? Geht's dir wieder gut? Ich hab's. Das ist Verzweiflung. Wenn nicht, magst du was verkehrt. Nee, ist wieder alles gut. Bis das nächste kommt. Wie ist das Wetter? Ja. Wie ist das Wetter? Simpel. Und das ist jetzt, pass auf, alles, was ich erzähle, das habe ich so oft tausende Male erwähnt. Ich erkläre dir jetzt, wie du alles loskriegst, das muss dir gleich für dich machen. Es ist so, wenn dir was, ich gehe hier zu meiner Mutti, pass auf, das ist so klein, ich sage zum Beispiel zu meiner Frau, wir gehen rein ins Altersheim, es geht jetzt nicht um meine Mutti, und dann sage ich, du bist so unachtsam, ist dir jetzt gar nicht aufgefallen, dass du gerade 2 Meter an einem Storch vorbeigelaufen bist? Wie an einem Storch. Und da dreht sie sich so rum und da steht 2 Meter neben ihr, ist so ein kleiner ausgeschnittener, im Blumenbeet ist so ein kleiner Storch drin. Kein Fokus. Jetzt ist die Frage, steht er auch da außen, wenn sie nicht hinschaut, oder habe ich den dann nachträglich erst dann auftauchen lassen, weil das in der Einheit ist. Und jetzt, wenn ich sage, wenn dir was gleichgültig ist, alles, was dir vollkommen gleichgültig ist, taucht erst gar nicht auf. So funktioniert es. Was dir aber überhaupt nichts nützt, wenn du jetzt was hast, was du loshaben willst. Das ist die Sache mit den Eisbären. Und irgendwann wirst du so lange auf dich einprügeln, bis du die Schnauze voll hast. Das kannst du dann immer wieder, ob das Eitelkeiten sind.
Ich sage zu meiner Karin, sage ich dann immer wieder, du wirst schon merken, wo du hinkommst, wenn du permanent vom Mons bis abends an meiner Karin rumnördelst. Weil die doch so auseinandergegangen ist und da leidet sie ohne Ende. Das ist immer der Eitelkeit meine Lieblingssünde, Herr Joch. Ja, so ist das Leben. Schmeckt er noch? So geil. Also spielt man das Spiel und irgendwann gibt man auf, Rudi. Du, ich hab's kapiert. Jetzt wascht das alles ein. Dachte ich auch. Ich wollte vorher schon sagen, wir haben ja seitdem nicht mehr das gekauft. Aber ich bin nicht zum Operieren gegangen. Würde ich zum Beispiel nie sagen, wenn es auf deinem Film ist, Rudi. Ich weiß es. Mir ist es aber gar nicht um die Operation gegangen. Wer kommt hier? Das ist meine Haupt. Das ist immer wieder, was ich gerade erzählt habe, hier mit dem Leben, wo du durchlebst. Es ist, ich tue mich immer sehr hart, weil es ist kein esoterisches Geschwätz. Ihr wisst, ich verabscheue Esoterik, all die ganzen Metaphern, die hat keiner verstanden. Das macht euch, schaut euch Videos an, macht egal, was ihr wollt. Ihr werdet merken, diese Quäntchen Wahrheiten, wo sie haben. Aber die Figuren, die jetzt in dir in Erscheinung treten, alle. Du wirst kein Video finden, wo du länger wie eine Minute schaust und du merkst schon wieder, wenn der jetzt normal gedacht, wenn es den geben würde, dass er voll in seinem Glauben schon wieder raumzeitlich und in der Vergangenheit hängt und in der Welt da außen hängt. Bis auf heute Morgen, wo ich reingestellt habe, der Kleine, heute habe ich richtige Kracher reingelassen. Ja, war ja geil. Der voll geil. Wahnsinn. Alles, was er sagt, der Hammer. Wenn du den jetzt siehst, sagst, der ist packen, ist ein Pixelmännchen. Das ist ein Zeichen. Es geht nicht um intellektuelles Wissen. Der hat es ja überschlagen. Aber der ist aber doch wirklich, der ist aber, hast du den noch gesehen? Ja, den auch schon. Der ist aber wirklich, wenn du den zuhörst, es ist ein Pixelmännchen. Es kann der Gedanke nie was verstanden haben, was ich dir damit eigentlich sagen will, dass diese einfachen Sachen, ich sage, wenn es denn geben sollte, wenn wir nicht denken, dass du, Geist, jetzt diese Rolle spielst, das ist einmal das, wo ich sage, du musst wissen, was du bist und wie du funktionierst. Wo er schön sagt, wenn du drüber bist, jetzt können wir schon wieder sagen, der hat hundertprozentig sich Holofeeling reinzogen. Du wirst es immer mehr merken bei Leuten, dass das eigentlich gar nicht sein kann. Aber es ist halt, die Welt ist so übermächtig. Ne? Ja, und dann kommt natürlich immer wieder, wenn einer der Teufel reitet. Das ist der Rückfall, das ist Kleinigkeiten und man macht es sich so das Leben zur Hölle. Und das ist natürlich immer wer anders schuld. Es ist das einmal der Schuld, der sich's ausdenken kann. Und davonlaufen kannst du als Geist nicht, man kann das changen. Das, was du so ironisch gemeint hast, wo ich das letzte Mal gesagt habe mit meinem anderen Helmut, es ist das Bücherregal, die Bücher liest immer derselbe Geist. Und sobald du in einem Buch drin steckst und du bist jetzt bewusst der über dem Buch und du hast das Buch vor dir, dann bist du das rote Ich. Wenn du vor dem Bücherregal stehst, dann bist du das JCH. Und da gehört dann zu jedem Buch ein Ich, das dann natürlich glaubt, ich bin bloß der. Aber dann, das, was in dem Buch die Lebensjahre sind, sind dann die Leben. Das heißt, du machst in jedem Leben andere Erfahrungen. Und was jetzt das jetzige Leben bietet, dass das nächste Buch, wo du liest, dass du nicht vergisst dabei, wer du bist, dann bist du ich. Dann bist du trotzdem, nenn irgendeinen Namen, aber dann hast du die absolute Gewissheit, dass du nicht der Gedanke Helmut oder Beze bist oder Udo bist, weil du weißt dann hundertprozentig sicher, dass du immer bist, egal an was du denkst. Das sind so Sachen, wenn ich jetzt immer erzähle hier Udo-Geschichte, kann man austauschen. Dass ich da sitze und dann mein Marion, wo ich dann nicht laufen konnte, mit der Pinkelflasche neben meinem Stuhl, die hat man mit reingeholfen, mit Riesengewand, dann sitze ich auf meinem Computer und dann sitze ich den ganzen Tag, weil nicht einmal, sie kommt dann nach 10 Stunden heim von der Arbeit und dann sagt sie, wie geht's, mein Hasen? Ich sage, die letzten 10 Stunden bis auf 15 Minuten ist mir super gegangen. Das sind die 15 Minuten, wo ich pinkeln musste oder irgendwas machen musste, dass er mich bewegen musste. Weil ich die restliche Zeit habe, ich wirklich was Besseres zu tun, wie bei mir nicht an den scheiß Udo zu denken, der geht mir total am Arsch vorbei.
Der Ich-Geist hat dann komplett andere Informationen. Aber nicht, weil ich dem Udo nicht denken will. Das ist schon wieder, dann kriegst du nicht, versuch mal nicht an Eisbär zu denken. Es muss da gleichgültig werden. Ja. Du musst die volle Gewissheit haben, dass das, was du denkst, ja schon wieder weg ist, wenn du es nochmal denkst. Inwieweit ist der Zweite noch in dir drin, der dir tief und fest glauben lässt, dass du jetzt die ganze Zeit da gesessen bist, dass deine Beine da waren, während du mir aufmerksam zugehört hast. Und da können wir noch genauer drauf eingehen. Oder wenn ich wieder sage, ich schaffe jetzt mal was, was nicht da war, zack, denk an meine Brille, Heiko. Schau und spür sie. Und jetzt wird es interessant, pass auf, das habe ich heute noch mal kurz gesagt. Wenn ich jetzt frage, sobald du sagst, war jetzt die letzten 10 Minuten auch da? Jetzt kannst du spontan sagen, eigentlich das da mal nicht. Okay? Die Brille hat nicht existiert für dich. Hat deine Nase nicht. Jetzt, sobald wir drüber reden, ist sie zumindest feinstofflich da. Du kannst jetzt auch das Glas sehen, du spürst den Druck auf der Nasenwurzel. Und wenn ich dich jetzt frage, war die letzte halbe Stunde da? Pass auf, jetzt denkst du dir ein Zeitfenster aus, eine halbe Stunde, und du fragst dich selber, ob die Brille da war, und sobald du dich das fragst, ist sie da. Ja, ja. Und darum entsteht das Gefühl, dass die ganze Zeit da war. Weißt du, du kommst in einen Schwebezustand, weil immer wieder, um was zu erforschen, du fragst dich, war die Brille da, denkst du an die Brille. Ein wichtiger Satz, selbst wenn du was verneinst, musst du das denken, von dem du behauptest, dass es nicht existiert. So viel zum Thema, habe ich so oft gesagt, wenn dann ich sage, ich glaube nicht an Gott. Oder Gott existiert nicht. Also es stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Wieso? Wird der Beat jetzt wieder vor 20 Jahren gesagt. Ich sage, hör einfach zu, was ich sage. Jetzt existiert er doch. Wieso existiert er jetzt? Weil du sagst, Gott existiert nicht. Dazu ist der Gott, von dem du jetzt behauptest, dass er nicht existiert, muss von dir gedacht werden. Ist natürlich nur das Wort Gott. Das ist das Hauptproblem. Dieses große Missverständnis, was das eigentlich ist. Bis du irgendwann einmal begreifst, dass du dasselbe bist. Der, der uns jetzt erschafft, das ist Gott. Wer denkt uns jetzt aus? Du. Aber ist nicht immer bloß das da, was du gerade denkst? Von Augenblick zu Augenblick, und das ist, die werden sich alle auflösen, die jetzt da sind, bis auf einer, der ist sehr hartnäckig. Das ist, wo ich sage, Tierchen gucken, ein Tierchen kannst du rund um die Ohren beobachten. Manchmal kannst du andere noch beobachten. Hi, Wurzel Sepp. Alles klar? Ja, jetzt ja. Nur immer ja sagen. Ja, und das ist, schau, ich wiederhole wieder und ich wiederhole, und jetzt kann man das Ganze natürlich immer die geilen Sachen in der Sprache machen, aber das nützt nichts. Ich denke mir jetzt so viel aus, die haben aufgefächert wie die Weltmeister und sind so auf die Schnauze gefallen. Aber es ist so massiv. Ich habe in allem in der damals schon gesagt, dieser Satz, wo ich sage, manche Leute, da soll ich dann, nimm deine Zunge aus meinem Arsch, sonst kriegst du Mundgeruch. So sind die mir in den Arsch gerochen, weil sie gemeint, das bringt ihnen was. Meinst du, das bringt was, wenn du irgendeinen Gedanken irgendwie in den Arsch kriegst? Ich sage mal wieder, Respekt ist die eine Seite, aber da, das bleibt an dir hängen. Diese einfachen Sätze vom ersten Ich bin, ich bin bloß ein Wegweiser, wenn ich auftauche. Jetzt als Udo. Der Wegweiser bestimmt nicht, wo du hinfährst, und der zwingt dich auch nicht in eine Richtung. Der will ja nicht missionieren, ein Zwingemännchen mit Absperrung, du musst in die Richtung fahren. Wenn du die Reife hast, auf Resonanz zu gehen mit dem, was ich dir sage, weil du erkennst, Mensch, das ist ja der Erste, der eigentlich nur das spricht, was ich sofort überprüfen kann. Es gibt keinen Glauben, allen voran die Naturwissenschaft, die von sich behauptet, dass ja alles hundertprozentig bewiesen ist, bis du dann sagst, zeig's mir. Es ist genauso blinder Glaube wie Esoterik. Und jeder Glaube, der einseitig ist, bläst das Ego so unheimlich auf, weil du meinst, du wüsstest was, was die anderen nicht wissen. Stimmt oder das stimmt? Und da unterscheidet sich jetzt in keinster Weise, ob man jetzt in Helmut seinen Ansatzweise Glauben nimmt oder nimmt man den Glauben von deinem Bruder. Es brechen hier zwei Welten aufeinander, wo jeder vom anderen mehr oder weniger, ich gehe mal davon aus, dein Bruder denkt von dir dasselbe wie mein Bruder von mir. Boah! Wer aber da wirklich der Spinner ist, ist die andere Frage. Das kann bloß der entscheiden, der eins drüber steht. Und da wirst du immer wieder schauen, wer lebt in Traumwelten, in Idealen, die man gar nicht, das wird dir zwischen den Fingern des Lebens, da rennt dir wie Sand zwischen den Fingern, dein Körper, alles. Überhaupt Energie reinzustecken, was am Leben erhalten zu wollen, was gar nicht lebenswert ist auf die Dauer, weil es gar nicht dazu erschaffen wurde von mir. So einfach ist es. Das sind so, und jetzt die Kleinigkeiten, das Auffächern macht es nicht aus. Es ist bloß, wenn man es dann ein bisschen drauf hat, dass dann immer mehr bewusst wird, dass es wirklich ein Programm ist. Und ein Programm ist alles, was in dir auftaucht und was noch auftauchen wird.
Und ich meine jetzt nicht nur in dem Leben, sondern auch in den anderen Büchern. Ist jetzt schon in dir drin. In den anderen Büchern heißt die anderen Facetten oder die am nächsten Leben? Oder die nächste, Leben. Ja, nächste Leben ist so eine Sache, weil erstens ist das Wort nächste Leben. Jetzt schau mal in dich rein und frag dich zuerst, ob du meinst, dass ich die in der Zukunft abspinne. Nee, jetzt. Die sind immer jetzt. Das Bücherregal, es ist das Spiel, wo man tausendmal wiederholt hat mit dem Buch, mit den Seiten, mit den Zahlen, mit den Worten. Selbst du kannst die Seite anschauen und als Chat zumindest schon in einem Augenblick die ganzen Worte einer Seite anschauen. Wenn du zum Lesen anfängst, musst du die Seite schon reduzieren auf eine Zeile. Und wenn du aus den Worten Geräusche machen willst, kannst du bloß immer aus einem einzigen Wort ein Geräusch machen. Was dann übrigens sehr interessant ist, da muss ich jetzt den Heiko mehr ansprechen, soweit er ein bisschen eine Ahnung hat, in der Tonstudiotechnik ist ja alles, ich erzähle dir jetzt etwas und als die Computertechnik kommt, die Fast-Fourier-Transformation zu messen. Und früher hatten wir immer einen Frequenzgang, ich komme auf die Metapher. Der Frequenzgang in der Box ist klar. Ich rede jetzt rein raumzeitlich, dass schon das Schwingen, die Vorstellung von Schwingung durch Raum und Zeit ist im Einheitskreis schon was rausgedachtes. Ein Zeitfenster. Aber es ist also so, dass die klassische Messung, man sagt, ein Lautsprecher muss im hörbaren Bereich von 20 bis 20.000 Hertz alle Frequenzen gleich laut wiedergeben, dann ist er linear, ist er neutral. Und um das zu messen, hat man einfach eine Box hingestellt und ein Lautstärkemesser. Und wenn ich jetzt einen Pfeifton habe, ich mache es jetzt ganz einfach, dann habe ich eine gewisse Lautstärke und wenn ich jetzt das durchpfeife, das hat dann so, dass er alle Frequenzen hat, wenn ich nur ein Lautstärkemesser habe, sehe ich dann, wenn der zittert in der Lautstärke, wenn der den Pegel durchfährt, dass der nicht linear ist, weil er manche Frequenzen lauter wiedergibt wie andere Frequenzen. Okay? Da kommt dann eine Sache und dann hat man hier das erste, was ich gehabt habe, da hat es noch keine Elektronik gegeben. Ein Schreiber, das heißt, du musst dir vorstellen, das war dann wie eine Kassenrolle, ein Thermopapier. Und das Thermopapier, da war ein kleiner Zeiger von einem Lautstärkemesser. Und da musste man das auf 20 Hertz stellen. Und der Motor, der jetzt diese Skala durchzieht, ist genau synchron gelaufen mit dem Tongenerator. Das heißt, du hast auf Start drückt und dann war bei 20 Hertz. Und wenn das Ding dann Zigarre gemacht hat, hat er praktisch einen Strich. Das war dann geeicht, das war der erste Begelschreiber. Da ist aber die Schwierigkeit, dass du in einem Raum unheimliche Echos hast und Resonanzen hast. Um das einzudämmen, hat man das Ganze noch gewobbelt. Das heißt, man hat den Lautstärkemesser, ich sage es jetzt speziell, wenn der vielleicht kommt er mit, hat man durch einen Filter laufen lassen. Das heißt, dass immer der Ton, der da ist, ist der Lautstärkemesser über ein sehr relativ stark steilflankiges Filter gelaufen, dass ein Kilo wirklich nur ein Kilo hat, dass die Raumresonanzen, diese Zeitverzögerungen weg sind und das Ganze hat man dann noch angerichtet, hat es dann dort. Aber es war immer so ein Messvorgang, wo dann in der Zeit gemessen wurde und plötzlich kommt die Computertechnik, die Fast-Fourier-Transformation und das ist so irre, das hat mich als junger Bursch, wie das erste war, so fasziniert, weil das sehr komplexe Physik ist. Auf jeden Fall, mein erstes Computerprogramm hat die Software für einen Atari-Computer 32.000 Mark gekostet, um das zu machen. Da hast du die Box hingestellt, kann ich mir vorstellen, du hast das Mikrofon hingestellt, dann habe ich den eingeschaltet am Computer und weißt du, was du dann gehört hast? Genau das Geräusch. Plus lauter. Genau so. Knack. Genau so. Hast du schon mal gesehen? Beim Einmessen ist es nur ein Knack. Und dann hat der Computer, wenn gerechnet, wupp, und dann war der ganze Frequenzkontrolle. In einem Knack. Wie kann es das geben? Nur, der hat nochmal gewobbelt und zwar, pass auf, das ist losgegangen, dass das Erste, was er angezeigt hat, dass das Mikrofon vom Lautsprecher auf einen Millimeter genau, wie weit das Mikrofon vom Lautsprecher weg ist. Das ist nämlich, wenn der Knack kommt, haben wir jetzt erst einmal, das Signal kommt vom Computer, aus dem Lautsprecher, die Schallwellen brauchen eine gewisse Zeit. Wenn das ankommt, alles was Elektronik ist, ist ja praktisch zeitlos. Und dann merke ich genau, wenn der den Signal loslässt, kann der genau ausrechnen, wie weit das Mikrofon weg ist. Und wie man das dann macht, dann bin ich neugierig geworden, als Brösel, und das ist die Fast-Fourier-Transformation. Da kommen dann hier diese Wellen, du wirst dann merken, dass das eigentlich alles lebendige Physik ist. Und da kommt dann die Sache mit Heisenberg mit der Unschärfereaktion. Das ist ja auch, Physikbücher sind heilige Bücher, und so wenig wie Physiker, wenn sie ihre Formeln haben. Du wirst von mir nie hören, dass was nicht stimmt. Das habe ich so oft erzählt, es ist wichtig. Wenn du wissen willst, was in der Bibel drin steht, gehst du zu einem Theologen, aber was der dir erzählt bei der Adam- und Eva-Geschichte, das den meisten normalen
gläubigen Menschen und Pfarrern ist nicht einmal, für die ist der Adam der Mann und Eva die Frau. Ich gehe so nicht drauf ein. Da merkst du schon, das sind schon die ersten Klaffen in oberflächlichen Fehler. Was meinst du, ich habe im Laden bei mir mal einen Pfarrer gehabt, der irgendwie vor Weimersheim oder was war, oder Allesheim, ein Pfarrer, ein Junge, der war bei mir drinnen, und dann habe ich hier ein bisschen mit ihm zum Sprechen angefangen, in die 90er Jahre war das, wo ich dann sage, hier, Johannes der Täufer ist der Bruder von Jesus. So ein Blödsinn. Das steht doch in der Bibel, kennen Sie Ihre Bibel nicht? Du weißt die Geschichte, gehe ich jetzt nicht drauf ein, was das jeder, vorne habe ich ja zigfach erzählt, die haben zwar verschiedene Mütter, aber denselben Vater. Das ist beim Jesus, haben wir ja die Maria, der Josef hat es nicht gebracht, darum ist der Engel Gabriel Geber. Der Geber, guck mal, heißt der die Potenz, der Hahn, der Begatter, das ist der Gabriel, der jetzt Engel Gabriel hat die Maria geschwängert, und die Elisheba, der ihr Mann, der Zacharias, war auch so ein Schlaffi. Da musste ich auch als Gabriel eingreifen. Und das ist jetzt interessant in der Stelle, wenn die aufeinandertreffen, dieses, wo dann der Johannes, der Täufer, wo Jesus sagt hier, ich muss klein werden, damit er wachsen kann in mir. Das ist das rote, ich muss klein werden. Oder das blaue Ich. Wer ist er? Dein Ego, das Geschwätz vom Zweiten muss klein werden, damit das rote Ich in dir wächst. Und umso mehr das wächst, umso mehr wird dir klar, was für ein Schwätzer der Zweite ist. Das hast du selber. Aber jetzt wird es interessant, dann fange ich, und dann ist er nochmal Kummer, dass ich dann, er fängt dann an, ja, aber Jesus hat doch gesagt und dieses und jenes. Und so, Moment, ich hätte mal eine Frage. Was hast du dir gestern Nachmittag um 3 Uhr gedacht? Und da schaut er mich an, weil er nicht wusste, was los ist. Weil das weiß ich nicht mehr. Also es ist hochinteressant, ich wundere mich jetzt, weil du mir seit einer halben Stunde mit einer vollen Inbrust erzählst, mit einem Gefühl von 100% Sicherheit, dass du dir hundertprozentig sicher weißt, was ein Fremder, den du gar nicht kennst, vor 2000 Jahren gedacht und gesagt hat, aber dich nicht mal mehr daran erinnern kannst, was du dir gestern gedacht hast um 3 Uhr. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Das sind Wahnsinnige, die wissen gar nicht, was sie springen. Das werde ich immer mehr bewusst. Das ist sehr hart. Und ich betone dann immer wieder, ich habe das so oft gesagt, das musst du jetzt erst einmal bei dem auffallen, der du selber zu sein glaubst. Ob du mein Klo-Zeitungsbeispiel bei der Morgen immer wieder sagst, in einem Wartezimmer, jeder, der keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Magst du mal kurz für euch. Du sitzt im Wartezimmer beim Zahnarzt, blätterst in irgendein Lesezeug. Und da ist jetzt irgendein Bericht, dass die an der Universität, in sowieso haben sie das und das entdeckt. Das überfliegst du im Wartezimmer, ich sage, in einer drittklassigen Information für sie, Frau, Welt der Frau oder sonst was. Ein Dreivierteljahr später bist du irgendwie ein paar Bekannte eingeladen, ihr sitzt am Tisch und irgendwann in dem Gespräch behauptet einer was, was genau dem, was jetzt in dir hochkommt, was du in der Zeitung an der Universität haben sie das und das festgestellt, widerspricht. Und du fängst mit denen zum Diskutieren und zum Streiten an. Und jetzt, wenn wir mal wirklich aufpassen, wie oft das in deinem Leben schon passiert ist. Wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Und jetzt kommt natürlich mit Holofilter, dass ich sage, egal was für ein Bericht oder welche Untersuchung du mir zeigst, ich zeige dir aus dem Stegreif etliche, wo es genau in oder was ganz was anderes behauptet wird. Ist der jetzt eine Kugel? Ist sie eine Scheibe? Ist sie eine Hohlkugel? Ist sie bloß eine Matrix, ein Traum? Es sind alles Steppen, weil jeder permanent, egal was einer behauptet, er zwar das logisch dann erklärt, aber nicht einmal überprüfen könnte, wenn er wollte, es ist für ihn so, weil es ihm logisch erscheint. Und das ist der Grund, dass die ganzen Blogger und die ganzen Weltverbesserer, dass die nur Sachen vom Hören sorgen. Wer hat die Arbeitslosen gezählt? Wenn der Treppermann sich hinstellt und dann mit leidendem Gesicht, wie schlimm das ist, wieder aufrüsten und wieder Grieche und die Russen geben so viele Milliarden aus und die Amis geben so viele Milliarden aus für Rüstung. Er zitiert einfach nur Vorstellungen, die er selber in sich erschafft. Udo, die er nur vom Herrn sagen kann. Entschuldigung, kann ich Geist etwas machen, dass Ego kleiner wird? Überhaupt nichts. Aussitzen. Durchschauen. Dinge durchschauen. Einfach durchschauen. Du wirst so lange auf dich einbringen, bis du die Schnauze davon voll hast. Und Zeit spielt dabei keine Rolle. Darum sage ich immer wieder, glaub nicht, dass das morgen oder übermorgen. Mein Helmut, jetzt der Vorgänger, das Buch, das er davor gelesen hat. Ist kein Witz, Helmut. Das Buch, das er, das ist alle, du warst jetzt hier, ich habe gesagt, wir haben unsere Almener-Truppe. Die waren in Almener, der Helmut war mit seiner Brauerei in Almener, dann haben wir lustig
hat er Bier mitgebracht und wenn jetzt die, da hatte kann, was nicht besser ist, aber Klaus, Nadja, Elisabeth, Sigmund, die vom Neuner, seit 99 alles in Almener die Vorträge gesehen haben und dann ist der Helmut dazugekommen und wenn die, die sind ja dann in Rauschenbach alle Jahre runtergefahren, wenn die da waren, waren wir in Bruckbach beim Helmut in der Brauerei. Und wie ich das gesagt habe, die sind alle umgefallen, weil die sagen, das Kind ein Bruder von dir sei. Von der ganzen Physiognomie ist ein bisschen anders, aber von der Statur, selbe Situation, bloß wieder eine ganz tolle Braugaststätte, die war. Du warst da mal drin beim Helmut? Du warst nie beim Helmut. Also wie gemein, mit Kupferkessel drin, also gierig, eine super Qualität vom Essen. Da war der ESO-Spinner bis zum Es geht nicht mehr. Er war zufällig mehrere Male, Bruckberg ist zusätzlich, wir haben früher als Kind immer gesagt, Ansbach, Bruckberg macht die Toren auf, der Helmut kommt in Dauerlauf, das ist nämlich die Psychiatrie von Mittelfranken. Der war dann, in, neben der Psychiatrie hat er seine Brauerei gehabt und man hat halt in der Psychiatrie übernachtet, weil im Mund halt, kommt mir jetzt bekannt vor, es wiederholt sich alles und immer wieder, Helmut. Und du konntest das nicht raussuchen, also nochmal, ich beschreibe jetzt was, das ist überhaupt kein Vorwurf nicht. Und ich habe so oft gesagt, Helmut, mein Helmut, der herzensguter Kerl, denn alles, der hat den Udo ja, hätte ja alles gemacht. Ich so, Helmut, das nützt dir nichts. Der hat das Zeug, was ich euch erzählt habe, gehört und der hat Schulden gehabt ohne Ende. Eine ganz verzwickte Geschichte. Und dann natürlich auch Wunder. Er ist zum Beispiel einmal, der ist total verschoben gewesen. Am Schluss war er mit dem Kopf in der Sack. Waschmaschine, der hat so Fasswaschmaschine gehabt, weil unheimlich viele haben für Grillen Fässle bei ihm geholt, in seiner Brauerei. Der hat ja keine Flaschenabfüllung gehabt, also bloß am Zapfhahn, so 5 Liter Krüche und Fässle. Und da ist er mit dem Kopf reingekommen, hat er nicht aufgepasst und dann hat er seinen Schädel zerdrückt. Und dann ist die komplette Schädelschale, ich müsste euch jetzt anlegen, das war ganz groß, selbst in den Nürnberger Nachrichten und in der Bild-Zeitung damals, ist die Schädelschale, wie wenn du jetzt einen Gipskopf, einen Glaskopf nimmst, ich weiß nicht, ich glaube, in über 90 Teile zersprungen. Und jetzt pass auf, dann ist er mit dem Kopf, wo alles zersprungen war, hat sich ins Auto gesetzt, es ist Blut überall rausgelaufen, ist zum Arzt gefahren, ins Wartezimmer. Das darf es normal überhaupt nicht geben, das war ein medizinisches Wunder, dass der überhaupt da noch zum Arzt gefahren ist. Er war total zerknautscht, was schön, dass du lieber Zombie-Filme hast. Was du schon mitgemacht hast, was ich schon mitgemacht habe. Und dann haben die den in einer ewigen mit Operationen total, er hat danach total anders ausgeschaut. Und das ist also hier, dass das eigentlich schon so Wunder sind, dass das Ding eigentlich im Hintergrund nicht zerstörbar ist. Die Symbolik war tief und er ist halt, was war Esoterik? Ein Spinner, schon seit Bier, der hat das mit Sauerstoff, was an und für sich gar nicht geht, wo alle gesagt haben, das ist ein Spinner, es ist so geil gewesen. Heiko, ich muss wirklich immer sagen, in Helmut sein Bier, wenn du das einmal, nicht zu vergleichen mit einem anderen Bier. Aber extrem in der Qualität geschwankt. Ich konnte immer schon sagen, wenn ich zum Helmut gefahren bin, wenn ich in Helmut 2 Minuten angeschaut habe, konnte ich wissen, ob das Bier heute besonders gut ist oder normal. Weil das Bier war, wie der Helmut war. Aber wirklich voll synchron, das haben die Almener Leute, wenn den Ziegen was fragt, die sagen, das gibt es überhaupt nicht. Wenn der Helmut gut drauf ist, war das Bier super. Wenn der Helmut scheiße drauf war, war es halt nicht so, immer noch besser, wie er normal ist. Und beim Helmut war wirklich, wenn ich da hingefahren bin, der hat dann so 5 Korn Bier braut und hat dann die Zapfleitungen mit Sauerstoff betrieben, was man normalerweise gar nicht machen darf, rein chemisch wieder eigentlich genau wie bei meinen Boxen. Meine Boxen sind ja auch nicht funktionsfähig gewesen. Kaputt, physikalisch kaputt, dasselbe hat er in der Brauerei gemacht, musste natürlich einfallen. Und er war der ESO-Spinner, der hat tausende, zigtausende von Mal kaputt gemacht mit ESO-Kacke. Also was da, wenn du da, das ist eine Sucht wie eine Droge. Du musst vorstellen, der ist 4-5 Mal in Almener, hört den Udo und dann komme ich wieder rein und mache mir in der Brauerei, dann hat er Filz, die man unten an die Stühle hinmacht, die gibt es im Baumarkt, hat er Filze oben in der Kneipe drin. So, ich wusste natürlich, ich frage dann Helmut, was ist. Sagt er, du, da habe ich jetzt dann kommen lassen, der hat mir die ganze Brauerei entstrahlt. Das hat bloß 3.200 Euro gekostet. Mhm. Weil er Filz, Energie angereichert, die Filze natürlich alle paar Meter und Filz an die Decken hochgelebt hat. Na so, kann es das geben? Ich sage dann so, meine Almener Leute, kann es das eigentlich geben, wenn einer permanent nach Almener kommt und den Udo hört und das war nicht nur einmal. Dann hat er hier ein Messing, so gefahren wie ein Blitzableiter von einem Hochspannungsding. Also eine Spitze, ein Messing, dann ein paar so Wellen, dann hinten und eine Kugel hinten dran, so groß. Ein Messingstäbchen, an einer Drehbank macht er das Ding in einer halben Stunde.
Das ist ein Energieanreicher, den hat er extra für die Gaststätte gekauft. Und er sagt, okay, ich muss dir was zeigen. Na, der Zigarette genommen, ist da drüber gefahren, sagt der Rauch, die schmeckt total anders. Und das hat er extra fürs Fleisch, dass er in der Kneipe das Fleisch weich macht dadurch. Hat übrigens bloß, was er nur 15.200 Euro gekostet, das Ding. Und so geht es in einem fort, da hat er Geld rausblasen ohne Ende. Ich sage mal, da ist er unverbesserlich gewesen. Und dann ist natürlich mit den Weibergeschichten, aber das wird jetzt zu weit führen. Und dann immer die Frage von meinem Helmut, vom alten Helmut, wie lange dauert es bei mir nur, bis ich das verstehe? Ich habe so oft gesagt. Und ich sage dann zu dir jetzt dasselbe. Das war es nicht einmal ich, nicht einmal Gott weiß es, weil ich dir die Freiheit gegeben habe, Helmut, das selber zu entscheiden. Aber ich kann dir eins versprechen, solange du glaubst, dass das morgen, übermorgen oder in der Zukunft mit dir besser wird, wirst du bis in alle Ewigkeit warten. Entweder checkst du es jetzt oder überhaupt nicht. Und solange noch, wenn du dich selber beobachtest, der Zweite dir die Hoffnung gibt, dass das in der Zukunft besser wird, drehst du dich wie ein Hamster im Laufrad. Was natürlich dann das Hauptauslöser war, muss ich sagen, also ich mische mich normal nicht rein, aber da ist dann was passiert mit seiner Leben, die hat er von seiner Frau getrennt gelebt, hat eine Lebensgefährtin gehabt, die Tanja, und da ist er dann so fies worden wieder, weil er einen Rückfall gekriegt hat. Und da habe ich gesagt, Helmut, das ist für mich jetzt, was du jetzt da gemacht hast, das ist für mich als Udo, ich rede nur als Udo, so unverständlich, sag ich, das ist so erbärmlich, sag ich, dass mir da einfach die Worte fallen. Und das ist dann wie mit der heißen Herdplatte. Und der hat auf die heiße Herdplatte dann zum dritten Mal drauf gelangt, nachdem ich ihn zweimal schon in Liebeck, du kennst mein Herdplattenbeispiel, und habe gesagt, du darfst dann zehnmal drauf langen, aber wage es nicht, dann kommt, dass ich dich wieder tröste, weil wenn du jetzt nochmal kommst, habe ich es vorige Mal zu ihm gesagt, kriegst du von mir so eine Watschen, dass dir der Kopf runterfällt. Und dann ist er wiedergekommen, weil er einen Scheiß gebaut hat, und habe gesagt, jetzt ist Schluss. Und dann doch drauf hat er sie vor den Zug geschmissen. Neues Buch angefangen, in der Vergessenheit. Mit denselben Problemen. Helmut, deine Lebensgeschichte mit all deinen Schizophrenien und Problemen ist exakt nur eine andere Rolle, wenn man jetzt einen Helmut-Film drehen würde. Und dann wird einer den Österreicher Helmut-Film drehen. Da würden alle sagen, das ist ja so primitiv, der hat ja alles bloß noch, ist ja ganz, ganz einfach nur eine Copy von dem anderen, mit minimalen Veränderungen derselbe Film. Neue Chance. Und macht da keine Gedanken, selbst wenn es wieder ein Scheiß passt. Ich habe Zeit. Du prügelst immer auf dich selbst. Und es geht nicht, dass du zu einem Arschkriecher wirst, darum geht es gar nicht. Aber das sind so die Versuchungen, das wie mit beim BC jetzt mit dem Rauchen, wie er aufgehört hat, habe ich gesagt, das geht ja am Anfang relativ schnell. Und ich sage, BC, wenn jetzt gerade die gefährliche Phase, wenn du mal ein halbes Jahr drüber bist, wo es eigentlich weg ist, und dann ist man wieder vielleicht ein wenig was trunken und kann nicht rauchen, das macht mir nichts. Ich schon wieder dahin. Es geht nicht, du weißt, ich habe überhaupt nichts geraucht, ob du rauchst oder ob du nicht rauchst. Das ist sowas vergleichgültig, weil es ist auf deinem Film, es ist auf dem Film, wie es auf dem Film ist. Es ist auch nicht schädlich, es ist Symbolik. Habe ich früher immer wieder gesagt, ich werde immer das Gegenteil sein von dem, was du nicht bist. Wenn du ein Raucher bist, werde ich ein Nichtraucher spielen. Wenn du ein Nichtraucher bist, bin ich der Raucher, werde ich dir erklären, warum rauchst du eigentlich nicht, wenn es auf dem Film ist. Weil dir einer einredet, dass das gefährlich ist. Da kann ich dir füllen, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Jetzt könnte ich Hammer sagen, der erklärt, das hat damit gar nichts zu tun, dass du Lungenkrebs kriegst. Ich könnte zum Beispiel von meiner Marion, die raucht ja ewig, die hat, wie sie Implantate gekriegt hat, da war mit ihr in der Praxis, kennt die Geschichte mit Implantate, pass auf, die hat Implantate gekriegt, schon ein paar Jahre her, da war mit ihr in der Praxis eine, die hat auch Implantate gekriegt. Und dann mussten sie zur Nachuntersuchung zur selben Zeit, und die, das hatte mit den Implantaten immer, ja, nicht hin und nicht rauchen, eine totale massive Nichtraucherin, das war bei ihr nach zwei Tagen total entzündet, und bei meiner Frau hat die Zahnärztin, die Lady-Doktor, gesagt, Frau Betschus, was sie gemacht, das ist ja so schön verheilt. Die ist abgekommen nach der Operation und hat gesagt, da war eine Zigarette und schon noch mal. Jetzt kommt der große Witz, dass schon ein Arzt, wenn dir sagt, pass auf, rauch selber, wir lassen das Nikotin weg oder irgendwas, was die einreden, es wird ja so sein, was du gelesen hast. Was Fakt ist, jetzt mal, wenn man symbolischen Zeitcharakter aufmachen, ist Rauch, die Wolkensäule, die Friedenspfeife, was Heiliges. Jeder Idiot im Mittelalter hat gewusst, wenn sie ein bisschen einen Fleisch oder einen Fisch länger haltbar machen, haben sie in den Rauch reingehalten. Das ist Greichert. In Rauch reingehalten, weil das sofort, pass auf, selbst bei Wunden, in Rauch reinhalten.
Weil Rauch selber sind, es ist ein paar Dinge, aber zu sagen, dass du einen Dreck reinmachst, die Dinger sind ja ausgeglüht. Jeder kleine Rauchpartikel ist ein komplett steriles, ausgeglühtes Teilchen. Bist du dabei? Das ist einmal eine andere Seite, die keiner sieht, weil Rauch ist ausgeglüht, das sind vollkommen sterile Partikel. Zu glauben, dass du dann eine Entzündung kriegst deswegen, mit sterilen Sachen, ist ein totaler Schwachsinn. Das ist immer wieder die Seiten, du siehst immer nur eine Seite. Jede eine Seite, die du hast, hat Gegenseite. Und solange du Maske trägst, bist du einseitig, Heiko. Und egal, wenn dir einer was verkaufen will, das machen wir mit unserem Blackie, egal, was dir einer erzählt, was besser ist, es gibt keinen Berg ohne ein Tal. Meistens wissen die nicht einmal die negative Hälfte. Weil da muss man sehr tief gehen. Das heißt, es geht für alles. Solange einer einseitig was als gut ansieht, lässt er die andere Seite weg. Selbst Krankheit ist nicht gut. Gut im Gegensatz zu schlecht. Das rote Gut ist was ganz was anderes, da musst du dich erheben. Und wenn du dich erhebst, sind deine Probleme vom Tisch. Das heißt, du musst eigentlich bloß dich wieder erinnern, was du bist. Das ist das, was ich immer wieder sage. Ist es jetzt hell oder dunkel? Warum ist es jetzt hell? Jetzt kannst du sofort was du machen, dass du so massiv in dir drin ist, so jetzt wollen wir noch ein bisschen warten, wird es ja wieder in der Zukunft finster. Wie sieht jetzt das aus, wenn ich wieder sage, und jetzt denk dir mal in Maßsetzung deines Schwamminhalts eine Erdkugel aus, die von der Sonne angestrahlt wird. Haben wir so oft gehabt. Dann ist alles gleichzeitig da. Sonnenschein, Regen, Winter, Sommer, Wüstenhitze, arktische Kälte, alles ist gleichzeitig da. Jetzt hast du aber Chat vor dir. Und der sich das jetzt vorstellt, ist nicht, du magst dich permanent so einen Gedanken von dir selber und du denkst nicht auf diese helle Hälfte jetzt und dann bist du schon im Hamsterlaufloch. Und dann ist alles, hell, dunkel, alles, was du jetzt chronologisch dir aufspannst, das letzte Selbstgespräch, wir denken uns jetzt einen Berg aus, den nennen wir Deutschland, wo Nazis schreien Ausländer raus. Wohlgemerkt, Ausländer sind dann für die, ich nenne es einmal Juden, das sind Deutsche, die in Deutschland geboren sind, denen ihre Eltern in Deutschland geboren sind, denen ihre Großeltern in Deutschland geboren sind, denen die Urgroßeltern in Deutschland geboren sind, die deutsch sind, aber nicht arisch, sondern jüdisch. Wer bestimmt jetzt das an? Was machst du das fest? Du kannst es durchaus festmachen am Schwamm selber, an der Physiognomie, weil es gibt den typischen, von der Optik den Juden, den typischen Franzosen. Das hat aber damit nichts zu tun. Ich sage immer wieder, deutsch bist du, wenn du deutsch denkst. Und jetzt sagen die Ausländer Juden raus. Jetzt, das ist der Berg. Dazu gehört jetzt im selben Moment ein Tal, das ist die jetzige Welt, die Scheindemokraten, die sagen, die Populisten, die Nazis müssen raus. Jetzt sind wir im Gleichgewicht, weil ich beides gleichzeitig habe. Und jetzt denken wir uns wieder den Berg, wo Deutsche auf Boden, kannst du in deine Geschichtsbücher nachlesen, monatelang in den Meeren rumgeirrt sind, weil keiner wollte, kein Land wollte diese Deutschen aufnehmen. Kein fremdes Land wollte die Deutschen aufnehmen. Jetzt im selben Moment denken wir uns Bode, wo keine Deutsche, sondern Ausländer drauf sind, und die Ausländer, die Deutschen wollen die Ausländer nicht aufnehmen. Was ich jetzt dir sage, hat nichts mit Moral zu tun, sondern mit dem physikalischen Prinzip. Bloß komplexere Einheiten, muss ich plus 5 und minus 5 nennen, sind komplexe Geschichten. Es wechselt immer ab. Und du weißt immer, was jetzt in der Welt der Perspektiven ist, hell und dann kommt dunkel, du atmest ein, du atmest aus, du hast Hunger, dann bist du wieder satt, dann hast du wieder Hunger, dann trinkst du, dann gehst du pinkeln, dann trinkst du, dann gehst du pinkeln. Das hier ist immer jetzt. Das musst du musst die Transversale verstehen. Das ist das, was ich immer erzähle. Das nützt nichts, wenn du das hörst, wenn dir das jetzt logisch erscheint, dann klingelt dein Handy. Bezi, geh spazieren mit dem Krause. Wir sitzen, was ich nur genau, wir sitzen bei Ihnen im Büro, wir quatschen über Gott und die Welt, meistens über Holofilling. Er wartet von morgens bis abends, Geschäft geht nicht, wie er noch Geschäftsmann war. Und dann klingelt sein Handy, sein Telefon im Büro. Und in dem Moment hat er auf einen Anruf gewartet, wo er die Möglichkeit hatte, eventuell wieder eine Lebensversicherung abzuschließen. Unten rechts. Und dann waren wir weg. Wir waren für 5 Minuten, haben wir nicht mehr existiert für ihn. Der war komplett in einer anderen Welt. Der war komplett in einer anderen Welt. Ich habe das mit dem Grausen noch gesagt, ich habe das ihm erklärt, er hat das gar nicht mitgekriegt, weil er könnte vielleicht wieder noch Vertrag abschließen. Wie umschalten wir?
Und erst wenn du wirklich permanent drüber bist, das laufen lässt und es wird dir bewusst, das ist der Weg in die Freiheit. Schicksal erzählt wieder dasselbe. Das nützt das, wenn das nicht weg ist, brauchen wir die anderen Sachen gar nicht erzählen. Und das kommt automatisch, man hat so unendlich viel Zeit und sagt nichts davon. Wenn du es bis zum Ende des Buches nicht schaffst, dann machen wir das nochmal. Das ist, ich hatte dann die Frage hier in Fiegenstall, was ist nur der Klaus, das habe ich immer wieder mit den, da können wir vielleicht drauf eingehen, wenn wir uns da machen mit der Seite 100, die Geschichte mit der Seite 100, die sich wiederholt. Weil da war dann, wo der Klaus sehr geistreich gefragt hat, ja, aber wenn ich doch vergesse und wieder einstatte, dann habe ich ja keinen Lernprozess, das Karma. Und das sind natürlich, ich habe das natürlich schon ein bisschen geschickter gemacht, da muss ich aber mehr ins Detail gehen, das muss die höheren Ebenen wissen, weil ich immer wieder dann in dem Beispiel sage, wenn ein neuer Tag beginnt, den du noch nicht kennst, ist das Einfachste, das was du jetzt erlebst, ist, wie wenn du einen Roman den Tag beschreibst. In Wirklichkeit ist es aber ja, der ist ja schon da und du fängst jetzt diesen Tag zu lesen an. Okay? Und jetzt kommt der Trick dabei, wo der Lernprozess ist, dass da in dem Tag viele Fehler eingebaut sind. Wir haben ein Führerscheinprüfungsdogen leben. Und wenn ich jetzt immer wieder sage, wenn du das nicht gecheckt hast, das Lehrziel nicht erreicht hast, dann starte ich wieder bei der Seite 100 ein. Und der Witz ist, du gehst so oft durch ein Dach, ich muss jetzt ein Dachfenster aufmachen, ein Heute, es ist ja jeder Dach heute. Darüber diskutieren wir nicht, du weißt, morgen wird nichts passieren. Wenn du was machen kannst, kannst du das heute machen. Ich kann natürlich heute an morgen denken. Aber tun, hier, kann ich es nur heute. Das ist ein, ich sage immer wieder, selbsterfüllende Prophezeiung, was du dann machst mit morgen. Und jetzt ist es ja so, dass wenn du den Tag durchlebst, die Fehler, die du siehst und abhakst. Und abhaken heißt nicht nur, dass dir der Fehler auffällt, dir fallen so viele Fehler auf, Heiko, sondern dass du den mit einem Lächeln quittierst, dann hakst du ihn ab. Solange du den Fehler siehst, der dich anschreit und du kriegst noch so einen Hals, hast du keinen Haken gesetzt. Verstehst du? Dass ich, wenn du durch bist, schalte ich dich abends aus und wenn die Fehler nicht alle abgehakt sind, statte ich denselben Tag nochmal ein, bloß die abgehakten Fehler, die sind dann für dich normal, die sind abgehakt und die Fehler, die du nicht gefunden hast, da kann oft ein winzig kleiner Fehler sein, der dich hier 500 Mal durch den Tag gehen lässt, weil du immer wieder von vorne anfängst. Und du weißt, dann denkst du an gestern und du hast den Eindruck, du bist in der fließenden Zeit. Das kannst du jetzt noch fassen mit dem Zeitfenster. Was natürlich das Problem ist, dass jeder Moment, den du erlebst, heute ist. Das heißt, machen wir, da habe ich so eine schöne Helmut-Geschichte, wo ich einmal erzählt habe. Der Helmut hat immer mir alles erzählt, er hat bloß ein bisschen Kleinigkeiten weggelassen. Er war mit Sanson zu zerstritten. Kennst du das mit der Tür? Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, wo er dann sagt, also ich mache die Tür auf und ich bin dein Vater, ich bin immer für dich da. Ich weiß, dass ich einen Scheiß gebaut habe, sagt er zu ihm. Ich weiß, dass ich einen Scheiß gebaut habe, dass ich ein Arsch bin, wenn ich besoffen bin. Aber ich bin trotzdem dein Vater, ich werde immer für dich da sein. Er erzählt mir das, dass er das seinem Sohn erzählt hat, weil der gestritten hat und dann hat er sich in sein Zimmer eingesperrt und dann hat er hier, pass auf, schön die Tür aufgemacht, hat ihm die Ohrenbarungen vor die Füße geschmissen, du mit einem Scheiß. Und jetzt kommt's, ich bin ja dasselbe Arschloch wie du und hat abgehauen und ist dann aus der Wohnung rausgegangen. So hat mir das der Helmut erzählt, dann habe ich noch nachgeschrieben, ich bin trotzdem immer für dich da. Was die Wirklichkeit von seiner Frau ist, in seiner Frau ihren Traum war so, dass er die Tür eingetreten hat. Also der hat nicht aufgemacht, sondern das hat er nicht erzählt, das war ja nicht so wichtig, der Helmut. Und ich sage, du hast 17 Mal die Tür eingetreten. Das ist in der Schleife, dass das keinen Sinn nicht macht. Es ist ja nicht immer wieder die Hoffnung zu meinen, dass irgendwelche Menschen, die man sich ausdenkt, oft den Ehepartnern im Bahn, dass du die überzeugen müsstest, dass du die glücklich machen musst. Habe ich zu dir nicht gesagt, halt deinen Mund. Du kannst so viel verändern, Helmut, wenn du einfach ganz bewusst spielerisch einfach für die anderen so bist, wie die dich haben wollen, ohne dich selber zu verraten. Da gibt es einen goldenen Mittelweg. Und dann wirst du feststellen, wenn du dich änderst, verändern die sich auch. Und das nichts ist tödlicher, wie zu meinen, man müsste jetzt jemanden missionieren für solch, was der Gedanke von dir sowieso nicht versteht. Das braucht alles eine Zeit. Wunder können ja immer wieder passieren. Das ist, wenn man es wirklich verstanden hat, man kann mit welche, man kann nicht mit welche. Du sollst dich ja, das ist jetzt eine Ja-Nein-Lösung, gibt es doch nicht. Du kannst es nur feststellen. Ich sage immer wieder, das macht dir bewusst, wo dein
dein Intellekt dich hinsetzt, in welche Perspektive. Ohne das jetzt verändern zu wollen, das ist auch richtig, aber was jetzt du als Beobachter meinst, dass der, der für dich ein Arsch war, genauso recht hat, wenn du nämlich den sein Programm hättest und der deins, wird sich das komplett austauschen. Dann würde alles, was der als logisch ansieht, dir logisch erscheinen und plötzlich würde all das, was dir logisch erscheint, als totaler Schwachsinn erscheinen, so wie der andere dich empfindet mit seiner Wertelogik. Und wenn du drüber stehst, ja, was soll ich dann machen? Ich sage, das erkennen. Der, der es erkennt, verwechselt sich nicht mehr mit irgendeiner Figur. Und in dem Moment, wo du was erkennst, das ist dann das wirkliche Abhaken. Dass ich mir da sage, was bringt Zukunftsangst? Wenn dich wie aus nichts immer wieder Zukunftsangst anfällt. War das schöne Beispiel mit unserem Holger. Wo Holger ist jetzt 60, ist an und für sich gut situiert in Rente, jetzt schon, nicht weil er krank ist, sondern vorzeitiger Ruhestand als VW-Manager. Sagt Geld, er ist sehr bescheiden, also vom Leben steht, er hat nichts, er ist wirklich, da hat er überhaupt kein Fabel auf irgendwas, ist rein das Parameter, was ja für viele ist, die Überlebensangst der Altersversorgung ist bei den vollkommen weg. Und er macht sich das Leben so zur Hölle mit seinem eigenen Denken. Und dann habe ich einen Blackie Bones am Stammtisch, der eigentlich ein lustiges Kerlchen, ein neugieriges Kerlchen ist, aber, oder Bezi ist jetzt ja besser geworden als alleinerziehender Vater, da fand ich immer wieder Überlebensängste ohne Ende. Rein jetzt finanziell gedacht, das kennt er heute gar nicht. Aber denen geht es wesentlich schlechter wie ein Bezi. Wieso eigentlich? Weil die Logik der Zweite dir dermaßen Probleme reinhämmert, die eigentlich für aus einer anderen Perspektive sagst, du, gibt es das denn überhaupt noch? Und dann schaust du jetzt mal, was deine Logik hier für Probleme reinhämmert, egal wer du zu sein glaubst. Und das ist ein Test, das ist alles ein verdammter Test, ob du schon aufmerksam dich selber beobachten kannst. Vergänglich ist es so oder so. Jede Krankheit, jedes Problem. Und wie lange ist es dann da? Solange wie du das wiederholst, bis du losgelassen hast. Und du lässt nicht los, wenn du es bekämpfst. Das ist die große Sache. Du wirst irgendwann merken, das Desinteresse, die Gleichgültigkeit, weil du die Sinnlosigkeit erkannt hast, was am Leben zu erhalten. Das war der Satz von Peter Fetting. Ich weiß, du wünschst dir so wieder normal laufen zu können, aber wenn du dir was wünschst, dann leg doch richtig ans drauf, wünsche dir doch dann gleich fliegen zu können. Aber wenn er mir doch was wünscht, wenn er mir eh nicht sicher bin, ob es eintrifft, dann kann ich doch gleich richtig loslegen. Schau, wer ist denn da? Ich. Hi. Ghetto-Faust für einen Moment. Ja, so ist das Leben.